Hallo, du liebe YouTube-Welt da draußen. Heute gibt es zwei ganz schnelle, einfache Frühlings-DIY, die auch als Last-Minute-Ostergeschenke dienen könnten. Das eine ist ein Raffaello-Likör. Ihr solltet allerdings über 18 sein, um das zu verköstigen. Oder eben über 18 Menschen schenken. Und das zweite ist eine kleine Deko-Idee, die ihr schon im Hintergrund erahnen könnt. In diesem Sinne, viel Spaß beim Video. Ich freue mich natürlich auch wie immer über euer Feedback in den Kommentaren und sage viel Spaß und lasst den Frühling rein. Beginnen wir mit dem Raffaello-Likör. Ich finde es nämlich immer total schön, was Selbstgemachtes zu verschenken. Und hierfür braucht ihr nicht viel. Nur eine Schüssel, ganz, ganz viele Raffaellos, natürlich der Wodka, der Alkohol, Schlagsahne, Zucker und Milch. So, wir beginnen mit 30 Raffaellos, oh yeah. Und dazu kommen dann 300 Milliliter Milch. Dann lasst ihr das am besten ein bisschen aufweichen, so 5 Minütchen, bevor ihr dann noch den Zucker hinzugibt. Das sind 70 Gramm und dem Ganzen dann mit so einem Pürierstab zu Leibe rückt. Die Raffaellos am besten so zerdrücken und dann alles durchquirlen. Dann kommen 500 Milliliter Wodka dazu und nochmal 500 Milliliter Sahne. Genau, Sahne war's. Dann alles nochmal durchquirlen und das war's schon. Tada! Fertig ist der Likör, der jetzt noch in schöne Flaschen abgefüllt werden muss. Passt da ein bisschen auf. Ach, ich finde, es ist ein total schönes Gefühl, ein Glas voll werden zu sehen. Strange? Mir egal. Ich finde es irgendwie beruhigend. Dann müsst ihr die Flasche nur noch verzieren, ein Plasticker drauf und zack, fertig ist die Last-Minute-DIY-Geschenkidee für Ostern, für Oma, Opa, Tante, Onkel, Eltern etc. Alle, die Alkohol trinken dürfen. Oder euch. Kommen wir zur zweiten Frühlings-DIY-Idee. Dazu braucht ihr echt nicht viel, nur zwei Sachen. Zum einen solche Eis- oder Muffinbecherchen. Die können bunt sein, die können aber auch so gepunktet und gestreift sein, wie hier bei mir. Und eine günstige kleine Lichterkette, die kriegt ihr ganz günstig bei allen Euro-Läden. Und ein kleines Piekserchen. So, ihr macht dann nämlich mit dem Piekserchen Löcher in die Muffinbecher und steckt dann einfach nur die Lichter eurer Lichterkette durch. Das macht ihr dann abwechselnd. Ihr könnt eben die Farben abwechseln oder die Muster abwechseln, bis ihr die Girlande voll habt. Wenn ihr keine Lust habt auf kleine Lichtergirlanden, dann nehmt ihr einfach ganz normales Garn, bis ihr eben 20 Stück zusammen habt, damit es richtig gut aussieht. Das Ganze wird dann nur noch in eurer Wohnung dekoriert und zack, ist der Frühling eingezogen. Ich finde, es macht total Laune. Das sieht so süß aus. Das könnt ihr auch für den Balkon machen oder einfach nur für euer Wohnzimmer. I really like. Und ihr? Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es so ist, dann gebt mir noch einen Daumen hoch und lasst mir ein schönes Kommentar da. Und wenn ihr es nachmacht, dann vertaggt mich doch auf Instagram, Facebook oder schickt mir einen Snap. Da freue ich mich sehr drüber. Meine Social Media Kanäle, alle in der Infobox. Und mein letztes Video in der Endcard. Und in diesem Sinne, viel, viel Spaß jetzt an Ostern. Das nächste Video kommt schon wieder am Sonntag. Und ich wünsche euch bis dahin alles Liebe. Macht es gut. Over and out. Und denkt immer dran, anders ist anders, anders ist aber nicht falsch. Jetzt hast du es auch reingemacht. Ein bisschen.